Ich zeige dir heute ein paar Techniken mit dem Logic Pro X Kompressor, die du so wahrscheinlich noch nicht gekannt hast. Außerdem vergleiche ich Logics internen Kompressor mit dem Kompressor eines anderen Anbieters, der 100 Euro kostet. Mal sehen, was dabei rauskommt. Bevor wir anfangen, wenn du Logic-User bist, dann würde mich interessieren, benutzt du Logics interne Kompressoren oder benutzt du andere Kompressoren von einem Drittanbieter? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ich habe hier ein Beispiel, in das hören wir mal rein und dann probieren wir mal unser Glück mit der Kompression mit Logics internem Kompressor. Okay und so weiter. Ich schalte mal den Kompressor zu und was ich jetzt versuche ist, ich benutze einen Vintage FET, der emuliert ein Vintage-Modell, also wahrscheinlich so ein 1176er. Und jetzt schalte ich mal das Autogain ab und probiere zunächst mal einfach normal eine normale Drum-Kompression zu machen. Oder wir können auch ganz faul sein, wir können uns einfach hier ein, was weiß ich, Drum-Mix nehmen. Dann stellt er uns das schon vor ein und dann schauen wir mal, ob die Einstellungen so für uns ungefähr passen für unser Drum-Kit hier. Okay, das klingt schon ganz ordentlich jetzt so. Jetzt kommen wir zur ersten Sache, die ich gerne zeigen möchte. Was nämlich sehr cool ist an Logics internen Kompressoren, ist dieser Distortion-Knob hier. Hier kannst du einen gewissen Verzerrungsgrad hinzufügen, der dein Signal ein bisschen fetter machen kann. Was viele verwechseln, ist hier auch, was ein bisschen komisch gemacht ist, ist, dass Soft ist der stärkste Verzerrungsgrad und Clip ist der softeste Verzerrungsgrad. Das sollte man auch wissen. Ich kann also jetzt versuchen, hier so ein bisschen einen Vintage-Touch zu bekommen, das Signal ein bisschen aggressiver zu machen, ein bisschen mehr Saturation reinzugeben, ein bisschen mehr Verzerrung oder Overdrive reinzugeben, indem ich hier mit diesem Distortion-Knob rumspiele und dann hören wir mal rein, wie sich das anhört. Ja, ich habe es jetzt auch lauter gemacht, das passiert natürlich bei sowas gerne, deswegen musst du da auch immer, wenn du damit rumspielst, die Lautstärke anpassen, dass du es nicht einfach lauter machst, weil sonst findest du es natürlich automatisch besser. Aber ich finde jetzt hier diesen stärkeren Distortion-Grad, den finde ich schon mal richtig cool. Ja, der klingt richtig gut, das Drumkit klingt fetter und hat schon ordentlich Wumms jetzt. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die viele tatsächlich nicht wissen und das ist das Make-up-Gain. Ein ganz kurzes Mini-Kompressor-Tutorial hier insgesamt. Normalerweise ist es ja so, dass du mit dem Kompressor laute Signale leiser machst, ganz grob erklärt, und leise Signale lauter machst. Du komprimierst das, du schränkst die Dynamik von diesem Instrument, von dem Drumkit ein. Und falls das Gesamtsignal dann leiser wird, kannst du es hier über das sogenannte Make-up-Gain wieder anheben. Du kannst es also wieder reinholen, die Lautstärke, die du komprimiert hast. In manchen Fällen musst du es auch leiser machen. Okay. Soweit so gut, das heißt, ich komprimiere, mein Signal wird leiser, ich hole es über das Make-up-Gain wieder hoch. Aber warum zum Teufel ist dann hier nochmal ein Output-Gain, mit dem ich die Sache auch wieder lauter und leiser machen kann? Machen diese beiden Drehregler hier nicht dasselbe? Nein, das machen sie nicht, denn, das wusste ich auch sehr lange nicht, das Make-up-Gain ist vor der Distortion geschalten. Ja? Also die Signalkette ist das Make-up-Gain. Wenn ich das hier lauter mache, dann fahre ich das hier in die Distortion und erst dann kann ich über den Output Gain hier nachregeln. Du kannst hier sehr, sehr fette Drum-Kolorationen oder Klangfärbungen deines Schlagzeugs einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt das Make-up Gain hier extrem hoch fahre, dann fahre ich das hier in die Distortion rein. Mal leise. Okay, so kannst du sehr unterschiedliche und auch unterschiedlich klingende Verzerrungsgrade hier erreichen mit dem Kompressor, was schon mal eine ziemlich geile Sache ist. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten.
Und dann durch die Verzerrung wird die Sache wieder lauter. Dann kannst du mit dem Output gehen die Sache wieder leiser machen. Hier hast du jetzt noch einen Mix-Knob, der auch noch eine Rolle spielt. Hier hast du Input und hier hast du komplett Output. Was du damit machen kannst, ist nichts anderes als Parallel Compression. Ja, da musst du keinen extra Bus ansetzen oder einen Auxiliary Channel, wo du dann deine Trommeln zumindest rüber schickst und die dann parallel komprimierst, sondern das kannst du hier machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann habe ich das trockene Signal und je weiter ich hier nach rechts gehe, kommt das oder mische ich das komprimierte Signal dazu. Das können wir auch nochmal probieren. Ich gehe jetzt mal hier aus dem Verzerrungsgrad mit dem Make-up-Gain wieder raus und dann probieren wir das mal. Jetzt kommt das. Trockenes Drumkit, jetzt fahre ich die Verzerrung mit rein. Muss natürlich dann mit dem Output gehen wieder nachregeln, weil durch die Komprimierung wird es jetzt in dem Fall lauter. Okay, also um coole Verzerrungsgrade bzw. coole Klangfärbungen oder aggressive Klangfärbungen für dein Drumkit zu bekommen, zählt das Zusammenspiel dieser drei Knobs hier, dieser drei Drehregler. Also nochmal, das Make-up-Gain ist vor die Distortion geschaltet. Du kannst ja also sehr, sehr fette Drum-Sounds, sehr brassige, also dicke Drum-Sounds, ich weiß nicht, wie ich es Deutsch beschreiben soll, machen. Ich mach's gerade nochmal kurz. Richtig schöner, pappiger, fetter Drum-Sound. Und jetzt kommen wir aber zur Frage, was ich vorhin versprochen hatte. Kann eigentlich so ein Logic-interner Kompressor, kann der gegen ein teures Produkt antreten? Und das habe ich probiert. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Und zwar habe ich zwei gleiche Spuren angelegt. Auf dem einen ist aktiv der Logic-Kompressor, der FLT-Vintage-Kompressor. Auf der anderen ist aktiv der VC76 von Native Instruments. Also ein Plugin, das 99 Euro kostet. Ja? Emulation des Ura 1176 kostet 99 Euro hier. Und hier Logics Kompressor, der in einem Programm integriert ist, das jetzt im Moment insgesamt 299 Euro kostet mit allem drum und dran. Ich habe es auf zwei verschiedene Spuren gelegt, damit ich schnell hin und her schalten kann. Damit du wirklich hörst, ob du einen Unterschied hörst und wenn ja, welchen. Hier oben ist also Logic FET Vintage, das FET Kompressor mit Vintage Touch. Auch das ist ein FET-Kompressor mit Vintage-Touch. Beide emulieren diesen Ura 1176 wohl. Und hier unten ist also unser VC76 von Native Instruments. Lassen wir erstmal beginnen, die Spiele. Ich mache jetzt den Kompressor hier erst aus, schalte dann zu und dann schalte ich zwischen beiden hin und her. Mal ganz ehrlich, hörst du einen Unterschied? Ja? Ich habe also versucht, den Sound von meinem Logic-Kompressor, von meinem kleinen Logic-Kompressor, der hier mit dem Programm mitkommt, habe ich versucht anzupassen an den 1176. Klingt jetzt der VC76, dieser 100-Euro-Kompressor von Native Instruments, klingt der besser? Schreib es mir unten in die Kommentare. Hast du einen Unterschied gehört zwischen den beiden? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich überhaupt einen gehört habe, dann ist es minimal, dass dieser VC76 so ein bisschen mehr Tiefe und noch ein bisschen mehr Knalligkeit hat. Aber ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich einen großen Unterschied gehört. Also bitte schreib es mir unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, ob du bessere Ohren hast. Und wenn du noch effizienter mit Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir meinen Logic Workflow Cheat Sheet. Das kannst du dir unten als PDF runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du noch schneller in Logic arbeiten kannst. Also ich bin sehr gespannt auf dein Urteil und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!